So Leute, willkommen zurück zu Hunting Ground. Ja, das letzte Mal sind wir vor Debilitas geflüchtet. Wie immer, es ist nichts Neues mittlerweile. Haben sehr verstörende Cutscenes gesehen und eine gekrakelte Notiz dabei erhalten, die wir uns auch jetzt bitte mal durchlesen wollen, wenn ich die jetzt finden würde. Datei, da gekrakelte Notiz. Und dieser verdammte Ricardo, er hat das Hauptdorf versiegelt. Aber keine Sorge, es gibt einen anderen, weniger bekannten Weg aus dem Schloss heraus. Unterhalb des Schlosses Belly liegt ein altes Herrenhaus. Der Weg in die Freiheit nach draußen führt durch dieses Herrenhaus. Ich schreibe die Wegbeschreibung zu dem Haus nach unten auf. Oh, das ist nett. Im ersten Stock des Turms, der auf der anderen Seite der Hängebrücke liegt, sind zwei runde Vorrichtungen. Sie sind als Mondtafeln bekannt. Benutze die Mondtafeln, damit Licht auf die Wand in dem hinteren Zimmer scheint, dadurch wird der Weg in die Kapelle geöffnet. Dort sollst du den Göttinnen-Schlüssel nehmen. Lasse das Licht aus dem zweiten Stock des Musikturms scheinen. Stelle dann die drei Mondtafeln ein, um weiterzugehen. Fiona, bitte verstehe, dass es mein einziger Wunsch ist, dich aus diesem elenden Grab des Schlosses zu befreien. Gut, wer hat diese Notiz geschrieben? Egal. Wisst ihr, wo ich jetzt noch hin will, unbedingt? Wo war das denn jetzt noch gleich? Wie komme ich denn da hin? Moment. Genau. Ich muss wieder nach oben. Denn ich möchte auf diese Art Balkon oder was das war gehen. Da waren wir nämlich noch nicht. Also oben bei der Hängebrücke, meine ich. Ich fühle mich gerade total hilflos. Wisst ihr auch warum? Mein Huey ist nicht da. Mein Huey. Kurzer Lag, okay. So. Na gut, hier oben könnt ihr mir eh nicht folgen. Ist er da, was? Okay, ich krieg schon Halluzinationen. Die Tür sah gerade beim für mich so aus wie Huey. Frag mich nicht warum. Egal. Okay, klettern wir da hoch einfach und. Holy fucking shit, it's a dinosaur. Oder ja, it's a. Wo ist der? Von wo kam der jetzt? Scheiße, ich kenne mich hier nicht aus. Ich habe so das Gefühl, dass das nichts bringt, was ich gerade tue. Da war Debilitas, habt ihr das gehört? Wo kam der her? Was ist das hier überhaupt für ein Teil? Ich habe jetzt nicht wirklich Zeit gehabt, mir das hier anzugucken. Okay, Moment, ich will hier nochmal. Ist das die einzige? Nein, zum Glück nicht, okay. Da ist auch noch was. Holy shit, geht das auf? Natürlich nicht. Die Tür ist verriegelt. Dieses Bling-Bling-Geräusch zeigt, dass wir neue Kommentare haben. Das muss ich mir eben angucken. Bam, 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 bam. Ich muss ein wenig, boah, was weiß, als nur alles davon wissen. Kaum zu glauben, dass der ganze Balkon zerbrach. Dieses Schloss muss älter sein als ich. Okay, wa? Ich fühle mich wie eine Hängebrücke führt. Vielleicht ein Ausweg, gibt es einen Weg, vielleicht ist es ein Buch, was ist ein Motten nochmal ändert. Die Motten. Ricardo, es ist, als ob er verrückt oder so ist. Wer weiß, was er als nächstes tut. Och, ob er verrückt ist? Nein! Wie kommst du darauf, Fiona? Ist ja nicht so, dass hier das ganze Haus, das ganze Schloss von bekloppten, durchgedrehten Psychopathen wummelt. Nein, natürlich nicht. Fiona. Heldin. Okay, was ist das? Bunte Steine. Ich nehme an, ich muss die irgendwie einfügen. Machen wir mal. Kann ich die irgendwie schieben? Ja. Gut, okay, ja, gut. Ich muss die, denke ich mal, irgendwie da hinten in diese Vorrichtungen schieben. Das mache ich jetzt deswegen auch mal. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch hier tun soll. Jedenfalls sieht das Ganze danach aus. Da, 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 da. Wieso habe ich so das Gefühl, dass ich hier was total falsch mache gleich und dann irgendwie nicht mehr zurück kann, weil es hier nicht mehr wieder irgendwie resetbar ist oder so. Okay, so. Jetzt müsste das da rein. Ich hoffe, wir können hier nicht angegriffen werden. Von Debilitas oder sonstigen Konsorten. Da hätte ich nämlich nicht so ganz Lust drauf.
kann man vielleicht verstehen, ne? La 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 la. Mein dummes Headset. Huey? Okay, das war mein Hund. Ich weiß nicht, was er hatte. Er ist irgendwo hier. In der Nähe. Und ich hoffe, nur er. Nur er. Und nicht Debilitas. Ich habe irgendwie Angst, die Tür zu öffnen, ehrlich gesagt, weil ich ganz genau glaube, weil ich dann ahne, dass Debilitas genau dann kommt. Verschieben wir erstmal ein bisschen weiter die lustigen Steinchen hier, oder? Okay. Einigen wir uns darauf? Ja, natürlich einigen wir uns darauf. Ja gut, da muss ich gleich wieder die Seiten wechseln. Ja gut, das Rätsel ist aber easy going. Easy going, no problem, bam, bam, und so weiter. Zack, so, das schieben wir dann gleich wieder von der anderen Seite da rein. Und, Moment. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, scheiße. Das Blaue kann ich nämlich jetzt nicht da rausschieben. Nein! Nein! Oh Gott, ich muss die Tür öffnen. Nun? Okay, ich hoffe, das ist jetzt irgendwie resettet oder so. Ich habe keine Ahnung. Wäre blöd, wenn nicht. Tür zu machen. Nur der rein. Vorsicht. Wegen. Ja, gut, es ist resettet. Puh, das war knapp. Ja, warte, das bringt mir noch gar nichts, jetzt hier zu schieben. Aber den grünen kann ich ja schon mal wegschieben. Ja, weil ich muss den blauen ja noch irgendwie dann da von der Wand wegkriegen, was irgendwie nicht geht, wenn die roten Dinger da schon alle drin stehen. Das ist war jetzt nicht so gut überlegt von mir. Gib ich zu. Ja, ja, schon gut. Mein Fehler kann passieren. Wofür auch immer wir diesen Mondreflektor brauchen, frage ich mich übrigens immer noch. Und wofür wir dieses eine Ding da oben verschoben haben, wenn ihr euch noch daran erinnert, vor ein paar Folgen, was dann irgendwas reflektiert. Da war schon wieder ein warmer Huey. Warum schreit er immer? Warum? Warum habe ich manchmal solche Probleme mit diesen Namen? Es ist nur ein ganz einfacher Name. Huey. 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 Genau. Ja. Okay, so. Jetzt kann ich das Grüne schon mal reinschieben. Denke ich mal. Oh, ist das toll. Wir spielen ab jetzt Puzzle League. Go Hunting Ground Goes Puzzle League, Panel Depon à la Tetris Attack. Jetzt fehlen nur noch die Steine, die von oben runterfallen und uns zermanschen. Nein, bitte nicht. Ich habe mit Debilitas schon genug Probleme. Wobei, wenn wir gegen Debilitas spielen, dann würde ein riesiger Stein runterfallen und Debilitas zermatschen. Weil wir höchstwahrscheinlich ihn besiegen würden. Denn er scheint nicht besonders klug zu sein. Und ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, irgendwelche Kombos in Puzzlespielen zu entdecken und sie anzuwenden. Nein, nein, nein. Das kann unsere Debilitas nicht, aber ist ja egal. Wir sind ja leider nicht in Panel Depon, wir sind ja hier in Hunting Ground. Und hier geht's um wesentlich übere Dinge als kleine Kombos und Puzzlesteine, die einen von oben herab zerquetschen wollen. Gut, wie lange habe ich jetzt über Tetris Attack geredet? Ich habe keine Ahnung. Merkt man, dass ich versuche, irgendwie meine Nervosität ein bisschen zu überspielen? Nein. Moment, bevor ich jetzt wieder was falsch mache. Ja, ja, ich muss hier genauestens überlegen, weil wenn ich jetzt wieder einen Fehler mache, dann darf ich nochmal rauf und darf es nochmal resetten und dann bam, bums, alles scheiße. Na? So, halt. So, kann ich den jetzt wegschieben von da? Tatsächlich, das geht. Das ist schon mal sehr schön. Dann wollen wir jetzt erstmal das Blaue richtig einfügen, denn, das Rote danach ist kein Problem mehr. Das Rote danach, das klingt irgendwie komisch. Das klingt wie ein schlechter Film, wie eine schlechte Abendsendung, die jetzt neu anläuft. Das Rote vom Abend, im Abend von Rote. Rotenburg, was? Rotenburg? Roten Falkenauge, ach, keine Ahnung, mir doch egal. Ja, ich will irgendwie Zeit überbrücken, weil das nicht besonders spannend ist, was ich gerade mache. Ich gebe es ja zu. Ich schiebe Steine hin und her. Und höre die ganze Zeit, wie mein armer Huey von irgendwoher rumheult, weil ich nicht da bin, was ich verstehen kann. Ich bin ja einfach abgehauen, aber ich musste weg vor Debilitas. Ich kann nichts dafür, wenn er mir nicht folgt. Oh yeah. Okay. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir das alles da richtig reingeschoben haben.
Das werden wir vielleicht gleich sehen. Allerdings werde ich, bevor ich den letzten Stein reinschiebe, eine Pause machen und dann morgen erst weitermachen. Hey, ich bin so gemein. Cliffhanger! Ja, ich liebe Cliffhanger. Also, ich liebe es, Cliffhanger zu machen. Selbst unter Cliffhanger zu leiden, ja, ist gemein. So, Leute, okay. Bevor ich den letzten Stein da reinschiebe, sage ich, das war's für heute mit Hunting Ground. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao!